Das Buch trägt den Titel Der Ostfriese, Aufzucht und Hege. Der Ostfriese bewohnt ausgedehnte Küstenstriche westlich von Hamburg. In dieser Gegend tritt er einzeln oder in Rudeln auf. Bevorzugt das offene Land, ist aber auch in Speisekammern anzutreffen. Früh eingefangen, wird er zumeist zahm und freundlich. In Freiheit erreicht er nicht selten eine Höhe von 1,70 Meter. Es wurden jedoch schon größere Exemplare erlegt. Der Ostfriese ist ein Allestrinker. Besonders in der Biervertilgung zeigt er sich eifrig. Er wurde jedoch auch schon gegen Klare mit Erfolg eingesetzt. Kennzeichnend für den Ostfriesen ist seine ganzjährige Brumpfzeit. Das führt die Balz zum Erfolg, so wirft das Weibchen nach einer Tragzeit von 9 Monaten ein oder zwei Junge, die dann zahnlos zur Welt kommen. Also das ist doch nicht zu glauben, jetzt bin ich aber beleidigt. Ich habe immer für angemessene Schonzeit für die Bayern gekämpft, aber jetzt wird zurückgeschossen.